Ah, komm zurück, da sind wir wieder. Und ich bin mal den kurzen Weg zur Anomalie gelaufen. Können wir hochlaufen? Proteanische Datendisk gefunden. Im Inneren des Monumentspitze befinden sich einige Kinderspitzhacke und abgesetzt. Gewitzte Kleidungsstücke und eine proteanische Datendisk. Hat sich doch so auf eine Art und Weise gelohnt, hier hinzulaufen. Proteanische Technologie. Wahrscheinlich immer gebrauchen. Also wieder zurück zu unserem Mako. Das sollte nicht so schwer sein, wir sehen ja, wo es ist. Mal gucken. Weiß, wo wir hinfahren werden. So. Und weiter geht's. Die Richtung ist, ne? In die Richtung ist man. Du gehört, Marco. Marco, Marokko, du. Da schaust du da hoch. Ja, geht auch. Navi wäre gut. Vielleicht einiges einfacher machen. Ah, da hinten sehe ich schon. So, das ist ein Prozess. Und dann mal rein mit uns. Da das eine Cerberus-Einrichtung ist, erwarte ich Widerstand. Ja, was? Ah, ich werde auch vorsichtig. Los, los, los! Wollen wir erstmal eins nach dem anderen. Die Torianischen Creeper. Und das. Gehen wir zur nächsten Basis, Shepard. Solche Missionen liebe ich. Ja, da stand jetzt nur, dass wir die Aktivitäten von Cerberus hier erledigt haben. Find's gut, dass das direkt danach kommt, als ich noch auf den Gegner schießen wollte und ich deswegen direkt auf OK geklickt habe. Weil die Maus genau darüber war. Aber, wie gesagt, ich gehe von dem gleichen Text aus wie bei der ersten Dings. Was ist jetzt hier oben? So, Einrichtung. Ich glaube, bei den Trümmern wird nichts sein. Lass mal gucken, in welche Richtung wir fahren müssen. Okay, das scheint irgendwie richtig zu sein. Und sage ich das, macht mein Marco wieder Sprünge in die wollen Sprünge in die andere Richtung. Okay, man kennt's ja, ne?
Da hinten sehe ich schon die Einrichtung. Ich hab sie gesehen. Da waren wir doch ein bisschen schärfer, hätte ich jetzt gedacht. Ah, sag ich doch. So, betreten wir das Gebäude. Ganz schnell. Ich habe Angst, was sie hier weggesperrt haben. Drachen, Creeper, was kommt als nächstes? Du wahrscheinlich wirklich hast. Das sind diese kleinen nervtötenden Viecher. Die da so ein bisschen rumlaufen. Oh, really, Admiral Karuku. Das nach dem Puls, finde aber keinen. Admiral Karuku ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzungen auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Shepard, da drüben! Es ist Admiral Karuku! Dann hat ihn Cerberus wohl doch gefunden. Und wir können auch nichts mehr für ihn machen. Sind wir hier mit unserer Arbeit wohl fertig? Cerberus ist abgeschlossen. Laferos, besuchen Sie die Tunnel unter Zeus Hope nach verbleibenden Gate an Ihren Transmitter. Okay. Gehen wir zu Ferros zurück. Und ja. Kein Happy End bei dieser Quest. Zumindest können wir diesen Ort verlassen. Und zum anderen Ort reisen. Daraus im etwas angenehmerer Ort. Sind zumindest Leute, mit denen man reden kann dort. War im Artemis Tau Cluster? Wo war Daraus nochmal? Ah, muss ich Ferros suchen, oh verdammt. Okay. Ich glaube, es war im Artemis Tau Cluster, aber in welches? Reisen wir einfach mal dahin. Wir werden schon finden. Das sieht man nach dem Falschen aus. Vater. Los. Ah.
Gut, ist auch das Falsche. Knossos! Oder war es nicht im Artemis-Tau-Cluster? Serum, Sarkos. Es. Athens? Athens muss es doch sein. Salamis, Protus, Proteus, Sire, Saros, Eros. Ja, dann war das das falsche Cluster. War das dann doch ein hartes Gamma-Cluster? Genko, Loba, Edmos, Rebin. Ja, mal. Okay, steht das hier irgendwo? Wo? Da, ach, da! Das steht da dran, wo Pharos ist. Ich bin. Lasst mich. Es ist. Ja, ihr könnt lachen. Sollte halt einfach nur drauf gucken, wo groß Pharos drüber steht, und da hätte ich auch ihn einfach hinreißen können. Warten wir mal. Wirklich. Hey, wieder ein Pharos. Ja, funktioniert zumindest noch alles. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wie gesagt, wir nehmen Tali und Garrus mit. Etwas hat mich an meiner Maus gestört. Garrus, Tali, so, und Squad annehmen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja. Mal schauen, was sich hier so alles in Pharos getan hat. Es ist unglaublich, dass die Kolonie so lange ausgehalten hat. Oh. Diese Kolonisten haben vielleicht nicht viel, aber das hier ist ihre Heimat. Sie werden bis zum Äußersten kämpfen, um sie zu verteidigen. Ja. Stimmt, als wir hier auf Pharos waren, hatten wir ja nicht Garrus mitgenommen. Da hatten wir ja Kane. Kane oder Ashley, einer oder beiden, hatten wir ja mitgenommen. Und da kennt ihr mit dem Ort aus. Garrus natürlich nicht. Mal gucken. Ich. Glaube ich dann noch so ein bisschen. Achso, stimmt, das war ja das. Ich gehe trotzdem nochmal zu ihm, um zu schauen, ob er da nicht was getan hat. Schweigen Sie, solange Sie nichts Wichtiges zu sagen haben. Ich versuche hier zu improvisieren, um die fehlenden Energiezellen zu ersetzen. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Stimmt. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Das müssen wir auch noch machen. Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Ich möchte mehr über sie wissen. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich war einfach nur eine der Schülerinnen von Matriarchin Benesia. Fast 2 Jahrhunderte folgte ich ihr und lernte von ihr.
Als Benesia ihren Plan enthüllte, sich mit Saren zu verbünden, ließ sie ihren Schülerinnen die Wahl. Nur jene, die es wirklich wollten, folgten ihr. Viele hielten allerdings ihren Plan für zu gefährlich. Aber ich habe an sie geglaubt. Ich dachte, sie könnte Saren von seinem Irrsinn abbringen. Stattdessen verfielen wir ihm. Leben Sie wohl, Shiala. Ja, und sie ist... Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Die Meisterin ist tot. Ich habe dagegen angekämpft. Aber alle eigenen Gedanken waren so schmerzhaft. Es ist wahrscheinlich der Trick dahinter, ne? Sie haben die meisten der Infizierten gerettet. Es wird dauern, bis die physischen Wirkungen weg sind, aber sie werden es überstehen. Vielen Dank. Es wird nicht leicht, aber dies wird unser neues Zuhause. Ah, danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Ja, dann gehen wir da hin. Wir sollten ja im Tunnel nachgucken, ob da noch welche sind. Ich hab M ge... Hä? Achso, das ist N. Das ist weg. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich hier tue. Ich improvisiere die ganze Zeit einfach nur. Ja, verwechselt mich halt, ich bin gar nicht Shepard. Wo ist der Commander? Nur sein Zwillingsbruder. Ja. Ich bin sein Zwillingsbruder, German Shepard. Jetzt hat bestimmt auch noch nie jemals hier mit mir. Ja. Genau. Hier die Treppe. Runter! Da, runter, runter. Runter, da, runter, da. Hat die eine recht, sie ist jetzt tot. Ich wollte gerade sagen, ich sollte am besten gleich mal die Sonne raussperren, weil ich sehe zu wenig. Ja, ich sehe so wenig, dass ich jetzt sehe, wie lang die Folge ist, und deswegen mache ich das jetzt erst. Deswegen mache ich das jetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.